Und er wird uns einen musikalischen Rahmen geben, beziehungsweise wird das, was er uns singt, etwas sein, was aus unserer Mitte heraus ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis ist. So, erst einmal Hallo von mir aus Gasseldorf, das kennt ihr, aber eigentlich bin ich nicht aus Gasseldorf, ich habe 15 Jahre in Pforzheim gewohnt, in Bogenhofen und vorher, man hört es wahrscheinlich, ich komme aus Mittelfranken, also aus dem Förderlandkreis eigentlich. Aber egal, ich bin einfach Mensch, egal wo ich bin, ich habe auch schon mal kurz in Borogai gewohnt, also das ist mir eigentlich wurscht, ich bin einfach von der Welt. Mensch wie jeder andere. Ich möchte euch aber, bevor ich singe, nur kurz was sagen. Wer jetzt in Bamberg gestern war, hat es wahrscheinlich schon gehört, weil das ist das Gleiche. Aber naja, das ist halt dann mehr oder weniger Wiederholung für den, aber das ist schon auch nichts, sag ich mal. Dann. Genau. Ich sage euch jetzt mal ganz kurz nochmal die Zahlen. Trotzdem, es Zahlen haben wir schon 1000 Mal gehört. Die meisten können sie auch auswendig kennen, beziehungsweise wenn sich die Zahlen jedes Jahr, jeden Tag anschauen. Also wir hatten Stand 29.05. Hatten wir 180.458 Infizierte, 164.100 Gesunde, 8.450 leider Verstorbene, die an oder mit Corona gestorben sind. Daraus ergibt sich eine Zahl an Infizierten von 7.908, was in Prozent ausgedrückt ist, 0,00952. 0,0095 von 83,1 Millionen Menschen. Also, ja. Aber, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe eigentlich die Welt nicht mehr. Ich habe es gestern ein paar Mal gesagt. Ich war kurz davor, meinen Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil mein Papa hat mir den geschenkt. Und ich schaue auch hauptsächlich nur YouTube-Videos, also Musikvideos an und Karaoke-Videos auf dem Fernseher. Aber ich muss sagen, was ich da wieder mal gehört habe, wenn man den einschaltet und doch mal wieder quer liest oder sich quer informiert in den normalen Medien und eine Frau Merkel sagt, dass wir immer noch leben, Frau Merkel sagt, wir leben immer noch am Anfang einer Pandemie und haben aber mehr Kontrolle. Und da muss ich sagen, da hat es mir echt den Vogel rausgehauen. Ich war wirklich kurz davor, dass ich mal Hacken hole, mal Holzhacken hole und den Fernseher zerhau. Weil ich kann das alles nicht mehr verstehen, was da abgeht. Ich kann solche Aussagen, ich hab schon viele Aussagen nicht nachvollziehen können, aber diese Aussage, das geht gar nicht. Also das ist Realitätsverlust. Besser geht's eigentlich nicht mehr. Und ich frage mich, was ich wieder oben einpfeifen oder was da für Drogen genommen werden. Da kann man sich auch im Internet informieren, was da so abgeht. Ne? Aber es ist krass. Und ich muss sagen, wir brauchen nicht weit gehen, wir müssen nicht einmal nach Berlin gehen. Man kann dann natürlich auch hier bei uns, unserem Franken, sagen wir mal Bayern, genau. Wir sind hier in Franken, aber in Bayern kann man das mit dem Söder. Das ist ja auch nicht besser. Das ist ja auch nicht besser. Weil der Herr Söder, er ist ja Ministerpräsident, der hat gesagt, ich muss jetzt mal ganz langsam sagen, dann nochmal schnell, wir haben den totalen Ernstfall jetzt geprobt. Wir haben den totalen Ernstfall jetzt geprobt. Das ist eine Aussage, die kam bei uns, also im Fernsehen. Das ist, für ganz im Internet kann man es auch, das hat er wirklich gesagt, das ist kein Fake, das ist keine Verschwörungstheorie, das hat er gesagt. Und was er natürlich auch sagt, dass auf jeden Fall die Maskenpflicht in Bayern schon mal bis Ende Juni und höchstwahrscheinlich auch noch länger bleibt. Er hat es wieder wiederholt.
dass erst ein Impfstoff da sein muss, dass das sich alles wieder normalisiert. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Aber ich kann es eigentlich ganz ehrlich ganz gut nachvollziehen, weil wenn man nämlich eine... Ich komme gleich, ja. Ich bin gleich fertig. So schaffen wir es wieder, genau, okay. Ja, wenn man nämlich dann sieht, dass seine Ehefrau, die Frau Karin Baumüller-Söder, bei der Baumüller, wie heißt die Baumüller-Gruppe, eine Geschäftsführerin ist, beziehungsweise eine Miteigentümerin dieser Firma, die auch in China übrigens Standorte hat, dann muss man sagen, ja, die haben umgestellt und die sind so gelobt worden, dass sie jetzt umstellen auf Gesichtsmasken. Nicht Masken, sondern diese Schilder, die hat es bei der Rewe noch vor kurzem gegeben, aber die sind dann verboten worden bei der Rewe, die mussten dann zusätzlich trotzdem noch eine Maske, weil dann von unten drunter die Spucke herauslaufen und so weiter. Aber trotzdem haben die Schilder auch für unsere Ärzte und so weiter, stellen die her und verkaufen die natürlich weltweit. Jetzt kann man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, was so ein Schild kostet, ich denke mal so 15, 20 Euro. Ja, da kann man richtig gut Geld mitmachen. Ja, und warum haben wir dann so lange die Maskenpflicht in Bayern, wo sie es in Thüringen aufheben wollen? Also da muss man sich einfach bloß Gedanken machen und es ist meiner Meinung nach, ja, ich sag's nicht. Also ich komme jetzt auf jeden Fall, zu meinem Lied. Kurz davor noch, wollte ich noch eine Aussage zum Thema Freiheit. Neubeginn. No! Ja, es gibt halt immer wieder auch Leute, ne? Genau, Meinungsfreiheit, das ist halt genau, ich sage nichts dazu. Neubeginn, die Freiheit, jederzeit etwas Neues anfangen zu können, dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen. Nicht einmal von unserer Angst, alte Fehler zu wiederholen oder in ein neues Unglück zu rennen. Ich freue mich unendlich auf ein geniales, schönes, du bist dran, Lied, noch nie besser gesungen als von unserem Michael. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit, die Kapelle runter da. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit. Die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abgestellt. Alle, die von Freiheit träumen,
sollen das Feiern nicht versäumen. So wie wir heute Abend wahrscheinlich daheim sollen tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Dankeschön. Wir kennen ihn persönlich. Danke dir. So, ein ganz unglaublicher Samstagvormittag neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ich habe heute Premiere. Carola hat mir die große Verantwortung übertragen, euch jetzt, weil wir sind viele, jetzt fangen wir schon mal an, einen Kreis zu bilden, beziehungsweise